Ja, willkommen zurück hier bei uns im Keller. Ihr habt es ja eben schon auf dem Titelbild gesehen. Heute geht es um den Porsche 935 Pikes Peak. Und im Titel steht auch: Der Berg ruft. Und wer jetzt nicht weiß, was Pikes Peak ist, darüber erzähle ich gleich noch was. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns unseren neuen Porsche ein bisschen im Detail an. Ja, ich mag das ja immer ganz gerne, wenn hinter Autos so eine kleine Geschichte steht. Jetzt auch hier bei diesem Modell. Deshalb fand ich immer so ein bisschen, dass der 935 hier für die Carrera Digital so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Aber dieses Fahrzeug hier, wie er hier steht, ist 2020 beim Pikes Peak Hill Climb angetreten. Und der Fahrer war Jeff Swart. Es gibt da auch einen interessanten Bericht drüber, den kann ich euch gerne verlinken. Da sind nämlich drei Porsche zusammen angetreten. Es gibt ein ganz tolles Video hier über diesen Porsche noch. Das verlinke ich euch auch. Dann gibt es noch zwei ganz tolle Videos. Einmal eins von JP Performance, wo er in einem Audi TT Club Sport den Pikes Peak erklimmt sozusagen, auch ein sehr ergreifendes Video, und ich habe es mir, ach, bestimmt schon 20 Mal angeguckt, weil ich es immer wieder so toll finde. Und dann gibt es noch ein Video von Ken Block, wie er mit dem, oder mit, von dem kürzlich verstorbenen Ken Block, wie er mit seinem Unicorn V2, müsste es glaube ich gewesen sein, auch den Berg hochdriftet. Ja, Pikes Peak ist nämlich eine Rennstrecke, die einen Berg hoch geht. Also nicht eine übliche Rennstrecke im Kreis, sondern vom Start bis Ziel ein Sprintrennen sozusagen. Pikes Peak ist ein Berg, der in Colorado liegt, in den Rocky Mountains. Und die Strecke ist fast genau 20 Kilometer lang. Es sind nämlich 19,99 Kilometer. Und sie hat 156 Kurven. Sie müsste, wenn ich es jetzt gerade so grob im Kopf habe, über fast 3000 Höhenmeter gehen. Da liegt dann nämlich teilweise auch das kleine Problem dann bei den Rennfahrzeugen, dass natürlich Temperaturunterschiede da sind, wo man bei der Reifenmischung drauf achten muss. Und wenn man einen normalen Verbrennungsmotor hat, normalen Ottomotor, dass oben an der Bergspitze der Sauerstoffgehalt in der Luft so wenig ist, dass man knapp 30% weniger Leistung hat. Und das muss natürlich vorher alles einberechnet werden. Und ja, das ist ganz interessant. Deshalb denke ich mal, habe ich euch, weil wir gerade in einer kleinen Zeitblase sind, ein paar Bilder auch von Pikes Peak reingemacht und auch von dem Fahrzeug, wie er Pikes Peak erklimmt. Und deshalb fand ich das ganz interessant. Und ja, wie gesagt, der war so ein bisschen unterm Radar. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich den auch erst so ein bisschen verdrängt. Aber dann habe ich letztens nochmal durchgeguckt, was es so alles gibt, und habe gedacht, ach, 935 ist doch ganz interessant. Da gucken wir mal. Und ja, deshalb haben wir uns den mal gegönnt.
der Pegasus hier hinten an der Seite drauf. Das soll wohl auch so das Maskottchen oder Erkennungszeichen von Mobil 1 sein oder Mobile One. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Ölmarke da ausgesprochen wird. Und die Farben sind an Anlehnung an den Porsche 917K, der ja damals in Salzburg gewonnen hat. Deshalb hat er die Farben so. Ich muss sagen, ist wieder eigentlich eine ganz interessante Geschichte von einem ganz schönen Auto. Ja, das ist ja jetzt der zweite 935 GT2, den wir haben. Deshalb fand ich das auch so ganz praktisch und habe mir mal gedacht, mache ich noch mal ein Video über den. Wir können ihn auch gerne jetzt noch mal aufschrauben und wiegen und dann gucken wir mal, wie es von innen aussieht. So, bevor wir ihn jetzt aufmachen, habe ich mir gerade noch überlegt, schmeißt man schnell auf die Waage. Also, wie er geliefert wird, out of the box, ohne jegliche Veränderung, also Box auf, losschrauben, draufstellen, liegt er bei 116,6 Gramm. So, da haben wir das Fahrzeuggewicht nämlich auch schon mal. Ja, ich habe mir mal überlegt, wenn ich wieder Smart Race dann alles wieder herstellen muss, weil das mit dem Backup hat nämlich leider nicht geklappt, habe ich mir überlegt, dass wir dann auch wirklich alles eintragen über Fahrzeuggewicht und was da nicht alles geht. Deshalb ist das ganz praktisch mit unserer Waage. Und jetzt lösen wir gerade die Schräubchen und gucken ins Innenleben. So, da sind sie jetzt auch ab. Und so sieht er von innen aus. Ja, ist ein bisschen Kabelgewusel noch, weil ich hatte ein Evolution-Modell bestellt, weil wir nämlich noch aus dem letzten großen Set, was ich günstig erworben habe und wieder ein bisschen was verkaufen konnte, noch drei Decoder übrig hatte. Deshalb hat hier der 935 einen Decoder gekriegt. Oben ist noch angekommen der zweite Crossbow von KTM. Den muss ich noch digitalisieren. Ich denke, darüber werden wir auch noch was machen. Und ich warte ja noch auf den Mannfilter Audi R8, aber irgendwie kommt der jetzt nicht auf den Markt. Carrera, ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber so sieht der 935 von innen aus. Vorne wieder zwei Lichtplatinen, hinten zwei Lichtplatinen. Eigentlich nichts Wildes. Falls es für jemanden wichtig ist, der hat auch die neueren, sage ich mal, Achsen von Carrera verbaut, wo ja mal dieser Riesenbohai war bei dem M4. Aber der hat die auch schon. Der alte 935er hatte die ja auch. Deshalb, die sind ja schon länger auf dem Markt. Deshalb sage ich auch nicht die neuen Achsen, sondern die neueren Achsen. So, falls das für jemanden wichtig ist, damit er Bescheid weiß, der Koffer hier hat das auch. Und mich persönlich juckt es jetzt nicht so. Deshalb, da werden, kommt noch ein anderer Leitkeil dran, den habe ich schon hier. Dann muss ich jetzt noch mal eine Großbestellung bei Slot Invasion aufgeben, weil die Reifen fahre ich ganz gerne. Aber die hatten letztes Mal keine lieferbar, als ich die für unseren Porsche 917K bestellt habe. Deshalb, die Reifen fahre ich eigentlich ganz gerne. Und das funktioniert meiner Meinung nach bei den neuen Achsen auch problemlos. So, das war es eigentlich auch schon wieder von uns. Und, oder von mir besser gesagt. JD ist ja gerade nicht dabei. Dann wünsche ich euch noch alles Gute. Viel Spaß beim Anschauen der anderen Sachen vielleicht. Oder ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei diesem Video. Dann würde ich sagen, hören wir und sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss, macht's gut.